natürlich schon eine Zweierung zum letzten Mal, aber weil du siehst, dass der Dummy doppelt so weit fliegt wie beim ersten Mal. Jetzt wird es ernst. Weltrekord beim ersten Dummy-Versuch. Aber was heißt das für Elvis? Beim letzten Mal ist er nicht über die 24 Meter gekommen. Was für eine Power. Die neue Bahn ist so optimiert, dass das Gummi seit diesmal seine ganze Kraft entfalten kann. Zu viel für Elvis Armel. Allein die neue Rolle verringert die Reibung und sorgt für ca. 20% mehr Energie. Physik in ihrer rechten Form. Der Aufbau scheint also optimal. Aber ist der Rekord für Elvis und Igor knackbar? Gut aus. Kein Vergleich zum letzten Mal. Was sagt die Messung? Hat es zum Weltrekord gereicht? Durch Elvis erhöhte Reibung bei der kompletten Anlaufphase ging die Geschwindigkeit verloren. Doch seine alte Bestmarke war einmal. Elvis fliegt 31 Meter. Das fliegt Hoffnung. Ich bin ja dran, Mann. Du hörst ja, dass es los ist. Erstmal so ein Stopp. Die Rekordmarke liegt noch 6 Meter weit entfernt und Elvis kämpft mit der Kraft in seinen Armen, die dort über sich schlagen. Igor hält sich gut fest und rast mit knapp 65 km/h über die Rampe. Seine Technik ist jetzt ausgereifter. Er bleibt so lange wie möglich auf dem Tube und stößt sich sogar in der Luft von ihm ab. Das Ergebnis 32 Meter. Die Beschleunigung ist überhaupt nicht zu vergleichen. Als das Tor von der Annika durch die Funke hat meine Arme angesteckt. Ich habe während